Ihr habt euch immer schon gefragt, wie ihr euren Avatar, euer Thumbnail für euren YouTube-Kanal anpassen könnt, so wie euer Banner. Dann bleibt dran, ich zeige es euch. Ihr geht dazu, zum Beispiel ein neuer Spiel, von dem ihr einen Screenshot-Thumbnail machen wollt. Könnt ihr mit der Drucktaste, könnt ihr dann einen Bildschirmdruck machen oder wenn ihr ein Steam-Spiel benutzt mit F12, das müsst ihr dann allerdings aus der Steam-Ablagebibliothek, aus dem Screenshot-Ordner holen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder benutzt ihr Photoshop oder die kostenlose Variante Canva. Canva steht euch kostenlos zur Verfügung und könnt ihr auch ohne Probleme kommerziell benutzen. Natürlich gibt es auch eine Premium-Version, die kostet natürlich ein bisschen was. Entweder erstellen wir halt hier ein neues Konto, beziehungsweise können hier unseren Google-Account zum Beispiel benutzen, um uns schnell anzumelden. Dann wird das schnell damit verlinkt. Oder ihr habt bereits einen Account, dann einloggen. Sobald wir eingeloggt sind, gehen wir im Explorer auf unsere Datei, die wir brauchen und können sie hier per Drag and Drop reinziehen oder alternativ auf das Icon, das Lila, klicken. Na, wo haben wir es denn? Es landet hier bei Bildschirmfotos unter dem Systemordner Bilder. Dort werden die Druckbilder abgelegt, die ihr mit der Drucktaste aufgenommen habt per Screenshot. Wie gesagt, wenn ihr in Steam aufgenommen habt, dann ist es in einem anderen Ordner zu suchen. Dann müsst ihr in den Steam-Ordner reingehen. Und wir nehmen es und ziehen es hier rein. Wir sehen, es dauert kurz, bis hochgeladen ist. So, und da sehen wir doch schon das erste Bild. Ja, und jetzt können wir es bearbeiten. Hier kriegen wir noch diverse Hinweise, Links und können auch hier skalieren. Schnellhinweise brauchen wir jetzt gerade nicht. Danke, danke, danke. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Und wir gehen hier auf Zuschneiden und können es generell kleiner machen. Je nachdem, wenn es jetzt extrem ausgeschnitten ist. Je nachdem, also YouTube tut es dann kreisförmig anschneiden nochmal. Also von dem könnt ihr euch überlegen. Ihr könnt es nämlich auch noch ein bisschen skalieren, aber auch nur in einem gewissen Rahmen. Deshalb, wenn es zu weit entfernt ist, dann könnt ihr da nicht viel davon wegnehmen. Also weil ihr nur prozentual, ich glaube, die Hälfte oder so runter skalieren könnt. Da solltet ihr es im Vorfeld schon mal zugeschnitten haben. Seht ihr, wir haben jetzt zwei Varianten. Jetzt gucken wir doch mal, welche besser kommt. Die laden wir auch runter. Und ihr habt die Möglichkeit runterzuladen oder Datei zu speichern. Das heißt, wenn ihr jetzt mit dem PC hier das abgelegt habt und wollt es zum Beispiel auf dem mobilen Gerät mit dem Handy euren Kanal managen und es dort einpflegen, dann geht ihr dann quasi mit eurem Handy auf Canva, loggt euch dort ein mit dem gleichen Account und könnt die Datei von dort aus runterladen. Ja, wenn ihr nämlich sagen auf Datei speichern und dann könnt ihr die da so holen. Ja. Ja, und wir können sie jetzt noch verschieden anschneiden, wie wir wollen. Das sind halt ein paar vorgefertigte Presets vom Anschnitt her für verschiedene Medienformate. Brauchen wir jetzt aber speziell nicht. Die zwei Bilder reichen mal. Wir laden beide runter. Legen die uns in einen Ordner ab, wo wir es auch wiederfinden. Deshalb ist es immer gut, ein bisschen Ordnung zu halten. Eine gewisse Ordnerhierarchie zu haben, empfiehlt sich. Ja, vor allem, wenn ihr halt viel Sachen habt, wie Thumbnails, Videos und das nicht einfach alles irgendwie so kreuz und quer rumfliegt ohne Belang und wenn ihr dann nach ein paar Tagen wieder reinguckt, wisst ihr gar nicht mehr, was die Datei genau ist. So, dann sind wir nämlich jetzt hier auf unserem YouTube-Profil, sagen YouTube Studio starten. Genau, ihr seht, ich bin jetzt hier gerade auf meinem Art-Kanal drauf. Geht dann auf Anpassen. Geht's auf Branding und hier habt ihr die Möglichkeit zwischen Bild, Coverbild bzw. Bannerbild und einem Logo, das unten, also ein Wasserbild, das immer eingeblendet wird. Diese drei Dinge könnt ihr hier einbinden. Wir gehen jetzt in den Ordner, wo ihr eure Datei abgelegt habt. Ihr seht, ist schon ziemlich nah dran, ist vielleicht too much. Ja, da ist der Hut jetzt schon weg. Wollen wir das so? Ist mir zu viel, persönlich gesagt. Da würde jetzt in dem Fall das schon reichen. Vielleicht wollen wir sogar den Finger mit drauf haben oder so.
Wir können es noch kleiner einschneiden, vielleicht so. Ja. Wie käme es denn so zum Beispiel aus? Oder so könnte man noch nehmen. Als Beispiel eine Möglichkeit. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Ja. Wäre jetzt doch ein bisschen weiter weg. Andere ist vielleicht zu nah gewesen. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Und dann sagt ihr veröffentlichen. Und das Thumbnail wird als Profilbild genommen. Als Kanalbild für YouTube. In dem Fall wollte ich jetzt halt meins nicht austauschen. Aber einfach auf veröffentlichen gehen. Zap und ihr habt es drin. Ihr habt ja auch im Preview gesehen, gerade eben. Und so ähnlich verhält sich natürlich mit dem Thumbnail für den Banner. Da solltet ihr halt auch die Formate beherzigen, die hier angegeben sind, um ideale Ergebnisse zu erzielen. Ja, ist wichtig. Ja, und ihr seht hier halt dementsprechend die Auflösung, wie sie auf dem Handy, Tablet oder auf dem PC und auf dem Fernseher dargestellt wird. Also je nachdem, welche Auflösung ihr hier habt, dem wird es dargestellt. Also ihr könnt ja auch umskalieren. Dementsprechend könnt ihr aber eure Thumbnails bzw. Kanalbilder schon so vorbereiten, dass sie dann perfekt für die Devices ideal alles anzeigen, wie ihr es haben wollt. Müsst ihr natürlich überlegen, für welche Zielgruppe, Kerngruppe ist euer Video zugeschnitten hauptsächlich bzw. eure Zielgruppe. Sind es eher hauptsächlich Handybenutzer oder eher PC-Benutzer oder gucken die euren Content eher am Fernseher? Dann sollten eure Kanalbanner auch dementsprechend auf eure Zielplattform und Zielgruppe zugeschnitten sein. Genau, ihr seht jetzt, so würde das aussehen, oben Banner. Hier habt ihr euer Profilbild, das ihr auch direkt durch Reinklicken ändern könnt. Das ist auch möglich, wenn ihr in YouTube direkt seid, könnt ihr das ändern. Wenn ihr weitere Fragen zur Kanalgestaltung und Präsentation eures YouTube-Kanals habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, lasst mich wissen. Und falls ihr auf der Suche nach einem kostenlosen Schnitttool seid, dann guckt doch hier mal auf das nächste Video.